Hey Caro, ab wann sollten wir XRP und VeChain verkaufen? Also wir haben uns bei VeChain ein Preistarget von 45 bis 50 Cent gesetzt. So wie die ganzen Anwendungen gerade durch die Decke gehen. So viele Firmen, die sich dafür interessieren. Jetzt gehen sie auch schon in den Agrarsektor rein. Da hat irgendeiner geschrieben gehabt, oh, nur die Pharmaindustrie interessiert mich. Der das geschrieben hat, glaube ich, der hat gar keinen Bezug dazu, wie groß der Agrarsektor ist halt, ne? Das ist egal, in welchen Bereich VeChain reingeht. Es ist ein Vorteil für uns. Nicht nur im Bereich Medizin und Pharmatechniken und all sowas. Egal in welchem Bereich, Supply Chain allein ist riesig. Überlegt euch das mal. Wenn man allein Daimler nehmen würde, was für ein Supply Chain die da haben, wie viele Unternehmen damit drinstecken. Es braucht alles Zeit, Leute. Also VeChain bei uns, Preistarget 45 bis 50 Cent. Natürlich beobachten wir das auch. Das ist zwar unser Preistarget, aber sollte im Bullrun das Ding stärker gepumpt werden, dann passen wir auch unseren Preistarget dann natürlich ein bisschen weiter nach oben an. Wir werden dann Stop-Losses wahrscheinlich setzen, sobald wir die 45, 50 Cent geknackt haben, dass wenn wir drunter fallen sollten, dass eine bestimmte Anzahl an VeChains erstmal verkauft werden oder geswappt werden auf USDC. Womit wir dann später neu nachkaufen können. Bei XRP, ich glaube, den ersten Verkauf von einigen Positionen werden wir bei 5 Dollar tätigen. Den nächsten müssen wir mal gucken. Schritt für Schritt. Vielleicht 10% bei 5 Dollar. Nochmal 5% oder 10% bei 8 Dollar. Und dann, je nachdem, bis wir bei unserem Preistarget sind, dass wir da den größten Teil dann auscashen. Aber wir teilen euch das noch alles mit, wenn es soweit ist.